Hey, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute erzähle ich euch endlich meinen Geburtsbericht oder wie das bei mir alles abgelaufen ist. Ich bin wieder nicht allein, also nicht wundern, wenn da ab und zu mal ein Tönchen kommt. Aber am liebsten schläft die Kleine bei mir. Los geht's. Also, ihr wisst ja, wenn ihr meine Videos guckt, dass mein Sohn ein Kaiserschnitt war. Sie singt. Weil ich damals diese Insertio velementosa hatte und nicht normal entbinden durfte. Also das hat einfach der Oberarzt entschieden und ich wollte das natürlich nicht, aber es ging nicht anders. Dieses Mal war das so, dass ich dann in der 13. Woche zur Feindiagnostik gegangen bin, in so einem Zentrum, und das war so ein Arzt, der macht den ganzen Tag nichts anderes, außer zu gucken, diese Feindiagnostik halt durchzuführen. Also es ist nicht kein klassischer Frauenarzt, sondern der sucht halt wirklich nur nach Auffälligkeiten und Feindiagnostik eben pränatal. So, und der machte die Untersuchung. Und es war alles super, alles schön mit dem Kind, alles so, wie es sein sollte. Aber er hat mir gesagt, er möchte das gern beobachten. Meine Kaiserschnittnarbe. Entschuldigung, wenn ich jetzt ein bisschen hin und her schaukel, aber wir waren gerade schon irgendwie ein Stündchen draußen und haben einen Kaffee getrunken und ich glaube... Genau, und der meinte zu mir, ja, also es ist alles gut, aber die Kaiserschnittnarbe von dem ersten Kaiserschnitt, die ist sehr, sehr dünn. Also der hat gesagt, oh, das sieht nicht so schön aus, er kann das irgendwie kaum noch messen, aber er möchte es beobachten, vielleicht verwechselt sich das ja noch. So, na gut, dann war das für mich erstmal alles okay, ich bin wieder nach Hause, alles schön. Wochen später hatte ich wieder Termin bei ihm, er hat mich also immer wieder dahin gerufen, was eigentlich unüblich ist, das machen die sonst nicht. Naja, dann musste ich wieder dahin und dann hat er wieder gemessen und hat festgestellt, die Narbe ist wirklich empfindlich dünn, er kann sie gar nicht messen. Also die ist unter 0,2, also das ist nicht mehr messbar, das Gewebe. Und er möchte mich wiedersehen. Also war ich in der 34. Woche wieder bei dieser Diagnostik und er hat wieder gemessen und meinte, nein, die Narbe, die ist einfach so, so dünn und er empfiehlt mir einen Kaiserschnitt, weil ich ja jetzt auch schon 40 bin und... Er hat mich dann gefragt, ob denn meine Familienplanung abgeschlossen ist. Und da habe ich gesagt, ja, das ist sie. Und hat er gesagt, dann würde er mir keine normale Geburt empfehlen, weil dieses Uterine oder Uterusgewebe so dünn ist, dass das unter der Wehentätigkeit reißen könnte. Und das ist nicht wirklich schön. Also er hat auch gesagt, wenn ich mich zu einer normalen Geburt entschließe, dann immer auf jeden Fall in einer Klinik, wo man sofort einen Kaiserschnitt machen könnte, also nicht ins Geburtshaus gehen. Ja. Und ich soll mich doch dann jetzt in der Klinik erstmal vorstellen und die würden dann übernehmen. So. Na gut, also bin ich in die Klinik gefahren, dann irgendwie in der 36. Woche. Und da war ein Oberarzt, der hat das auch gemessen und der meinte so, nee, sieht alles super aus. Also ja, es ist dünn, aber er würde mir schon sagen, ich könnte natürlich gebären. Und ich dachte so, was ist das jetzt? Ich meine, ich hatte mich dann schon wieder auf Kaiserschnitt eingestellt und dann hieß es doch, es geht doch. Und dann dachte ich so, toll, also ich meine, ich habe mich natürlich total gefreut und er meinte dann auch, also auf jeden Fall in der Klinik und die hätten das dann auch immer im Hinterkopf, die Hebammen und alle, dass man darauf natürlich extrem achtet. Aber ich soll wieder in 2 Wochen kommen. Also bin ich dann in der, das war 37. Woche oder eine Woche später, nicht mal 2 Wochen, musste ich dann wieder dahin und da war eine andere Ärztin, eine Oberärztin, die schon etwas älter ist, also die, ich schätze, die mindestens über 60 und irgendwie leitende Oberärztin. So, und die guckte sich das auch an und die meinte, nein, auf keinen Fall normale Geburt, das würde sie niemals jetzt mir empfehlen. Und sie würden das Kind auch jetzt schon so schnell wie möglich holen wollen, weil die will halt kein Risiko eingehen, dass das reißt, weil das ist so, so dünn. Und ich sollte auch sofort, ich hatte dann auch schon so eine Ansage bekommen, wenn ich komische Schmerzen bekomme oder irgendwas blutet, sofort 112, also dann nicht noch warten oder so, sondern sofort ins Krankenhaus. Und dann kam auch schon gleich so eine Anästhesistin, die hat mich dann beraten, da musste ich da so Sachen ausfüllen, die hat mir so eine Tablette mitgegeben, also die haben mich schon so komplett vorbereitet auf Kaiserschnitt. Ja, das war natürlich für mich dann total enttäuschend, aber Leute, mir war das egal, weil mir ging es um ein gesundes Baby. Also ja, Kaiserschnitt ist nicht schön und ich finde es furchtbar und ich hatte echt Schmerzen, erzähle ich gleich noch, aber ich dachte so, ich möchte kein Risiko und ich hatte erst vorher noch so eine schlimme Geschichte aus dem Bekanntenkreis gehört, wo im Geburtshaus was schiefgegangen ist, also sonst normalerweise, ich wollte immer ins Geburtshaus, ne? Also das möchte ich gleich nochmal sagen, und wenn ihr jünger seid und ihr habt normale gedrehte Kinder im Bauch und keine Anomalien oder so, dann sind Geburtshäuser, Hebammen oder sogar Hausgeburten, finde ich
wirklich toll. Also ich sympathisiere sehr damit, als jetzt ein Kaiserschnitt und ganz schlimm noch diese ganzen geplanten Kaiserschnitte. Naja, jedenfalls bin ich dann nach Hause gegangen und die Ärztin hatte mir dann schon einen Termin genannt und dann war ich aber zu Hause und habe gedacht, nein, ich fühle mich noch nicht bereit und ich sollte dann eigentlich schon an dem Freitag zur Entbindung und ich habe dann am Donnerstag da angerufen und habe gesagt, nee, ich möchte es erst auf nächste Woche schieben, wenn ich in der 39. Woche bin, weil ich einfach, ich fühlte mich noch nicht so weit und mein Bauch sagte mir so, nein, da reißt nichts, ist alles gut. Und so war es dann auch. Also die Kleine wurde dann in der 39. Woche geholt. Ja, und genau, und bin dann also geplant früh dahin. Habe an dem Abend vorher eine Tablette eingenommen. Also jetzt für Frauen, wenn ihr einen Kaiserschnitt vor euch habt, dann erzähle ich euch jetzt kurz, wie das bei mir ablief. Und genau, ich habe abend diese Tablette genommen, durfte dann auch nachts dann natürlich noch, ich glaube, man darf dann irgendwie 8 Stunden vorher nichts mehr essen und 2 Stunden vorher nicht mehr trinken vor dem Termin. Und wir sind dann früh um 9 oder um 9 sollten wir in der Klinik sein. Und um 9 pünktlich da. Ich hatte nicht mehr getrunken natürlich und ja, war auch aufgeregt, aber irgendwie die Nacht vorher eigentlich dann doch gut geschlafen, war erholt, relativ, ne, so gut das halt geht bei so einem Termin. Naja, und dann war mein Mann die ganze Zeit natürlich dabei und dann waren wir erst in so einem Raum, wo man dann nochmal ein CTG macht und nochmal so bestimmte Fragebögen ausfüllt. Und da habe ich nur mitbekommen, da war noch eine andere Frau, wir waren zusammen in einem Raum und die sollte vor mir eigentlich operiert werden. Jetzt hatte die aber getrunken. Die wusste nicht, dass sie nicht mehr trinken darf. Und deshalb ging das alles dann wahnsinnig schnell. Also mit einmal hieß es dann, okay, dann warten Sie jetzt hier noch. Dann machen wir dann, ich dann jetzt. Ich so, okay. Und dann, aber das war im Nachhinein für mich super toll, weil ich kam echt in die Klinik und zack, war ich auf diesem Tisch. Und genau, also es war alles sehr entspannt. Mir wurde nicht wieder so ein komischer Einlauf gemacht wie bei meinem ersten Kind. Da war das alles so entwürdigend und das war diesmal gar nicht. Also diese waren sehr nette Hebammen, nette Schwestern. Ich kam dann in den Kreissaal. Die Frauen, die mich operiert haben, waren alles Frauen. Also es war eine total schöne Stimmung. Das klingt jetzt irgendwie bekloppt, aber es war so. Mein Mann war der einzige Mann im Raum. Und ansonsten hatte ich eine super Anästhesistin, die mir dann diese PDA gesetzt hat. Und Leute, wenn ihr jetzt einen Kaiserschnitt vor euch habt, keine Angst. Also die Leute wissen, wie das geht. Man hat so eine Angst davor und es ist nicht schlimm. Also man bekommt eine kleine Spritze, einen kleinen Pieks, erstmal um das Ganze zu betäuben. Das habe ich kaum gemerkt. Aber ich hatte natürlich in mir drin, ne? Also ich weiß natürlich, man hatte wie so eine Todesangst. Man weiß jetzt, man ist diesen Leuten hier komplett ausgeliefert. Die schneiden dich jetzt auf und zu der Zeit war auch mein Mann nicht mit dabei, weil der sich dann umziehen sollte. Ja, auf jeden Fall saß ich dann da auf diesem Tisch und nach vorne. Und ich hatte aber eine ganz liebe Hebamme, so, die war toll, die war tätowiert, ganz toll tätowiert. Die hatte so ganz schöne Tattoos wie von Kat Von D, diese Tätowiererin. Und irgendwie hat mich das dann auch abgelenkt. Ich habe dann wirklich mit der über diese Tattoos geredet. Und dann hatte ich schon die PDA sitzen und ich habe davon fast nichts gespürt. Und mit einmal wurde ich ganz entspannt. Also durch dieses ganze Wasser, was ich im Körper hatte, hat sich wahrscheinlich dieses Mittel sehr gut verteilt. Meine Anästhesistin, die war eher so zurückhaltend, nüchtern. Das war jetzt nicht so eine, so, die mich so ständig... Die war sehr technisch. So, jetzt mal Luft anhalten, nicht bewegen, so. Habe ich dann auch alles gemacht. Und dann hatte ich diese PDA sitzen. Und dann ging es auch schon los. Dann wurde ich hingelegt. Dann kam eine ganz liebe, auch eine Oberärztin rein. Und die hatte zwar diesen Mundschutz, aber ich sah die so eine ganz... Ich wusste genau, das wird gut. Ich habe die gesehen, die hatte schöne Augen, die hat mich angelacht, die meinte, ich bin Frau so und so, ich operiere sie heute und war so ganz lieb und ja, und dann ging es auch schon los und es war wirklich lustig, in dem Zimmer waren nur Frauen von 20 bis 60 oder 65, also irgendwie so, das fand ich toll. Ja, und dann ging es los, da wurde das Tuch hochgemacht und diese Operationsmethode, die anwenden, das ist so eine neuere, von, ich glaube, so einem ungarischen Arzt, könnt ihr mal googeln bei Wikipedia, da reißen die das Gewebe. Also die schneiden oben den ersten Schnitt und dann reißen die die Gebärmutter auf. Klingt jetzt fies, ne? Aber durch dieses Reißen verheilt das danach alles viel besser. Genau, und dann ging es halt auch schon los. Dann wurde ich umgedreht, das Tuch hochgemacht und irgendwie habe ich dann auch so einen leichten Filmriss und das ging alles so schnell und ja, und mit einmal hörte ich dann so dieses, ich
war natürlich mega angespannt und dann hörte ich so auf der anderen Seite so ein Baby-Ton. Also es war so, sie hat genießt, sie kam raus und das Erste, was sie gemacht hat, war so pschu. Danach so ein leichtes Plärren und dann kamen die auch schon rum mit dem Tuch und dann haben sie mir hier so raufgelegt und ich heule jetzt nicht. Und dann war die da so ganz weich und oh, das ist wirklich so der krasseste Moment. Und in dem Moment habe ich alles um mich herum vergessen. Also wie die auf mir drauf lag und mein Mann saß hinter mir, der hat dann auch gleich mit dem Handy Fotos gemacht. Und ich habe dann, glaube ich, ich habe dann geweint erstmal. Ich lag da, mir flossen die Tränen, aber ich habe mich versucht zu beruhigen. Und dann war ich einfach nur unglaublich glücklich. Und dann, genau, was ich vielleicht noch erzählen muss, in dem Moment, wo die das Baby rausholen, drücken die mal so kurz auf einen drauf. Und ich glaube, das war nicht so angenehm. Aber das war ganz kurz. Die versuchen halt, das so natürlich wie möglich zu machen. Die ziehen das Kind also nicht am Kopf, sondern die drücken das so von hinten. Also das haben die mir auch gesagt. Die meinen so, jetzt drücken wir mal kurz. Und dann haben wahrscheinlich diese zwei Frauen da vorne auf mir rumgedrückt. Und dann war sie aber auch schon da. Und dann lag sie auf mir drauf. Und dieses Weiche und dieses... Ich habe sie ja dann gehört. Ne? Sie war dann gleich ruhig. Sie hat sich sofort bei mir beruhigt. Und ich habe sie so gespürt und sie hat mich so gespürt. Die, also sie haben mich so ganz nah hier oben so hingelegt. Und das war einfach so, also das ist so ein Moment. Also dafür macht dann das Leben Sinn. Ne? Also ich weiß nicht, also wenn man... Genau, es geht um sie, es geht um dich. Also das ist so das, ich glaube, das Innigste, was man so als Frau erlebt. Also es gibt nichts, was das toppt. Das war bei meinem Sohn auch schon, nur da war es mein erstes Kind und da war ich noch so, da ging das alles so schnell und der wurde dann auch, glaube ich, nicht direkt zu mir gelegt, sondern der hat dann nochmal so zum Kinderarzt, der bekam noch ein bisschen Sauerstoff, obwohl er gut geatmet hat, aber das machen die ja so und sie haben sie mir aber zu mir gelegt und das war so innig und ja, natürlich, es war der Kaiserschnitt und es waren die Leute und das Tuch, aber trotzdem hatte ich einen sehr, sehr warmen Moment und auch mein Mann, der war auch total gerührt. Der saß da neben mir und hat sie dann so gehalten und, oh, und es ist einfach so, so schön. Ja, und dann war sie quasi aus mir rausgeholt und dann wurde ich ja wieder zugemacht. Also dann, das dauerte dann so ein Stückchen. Ich erinnere mich auch, dass ich dann gesagt habe, oh, wann bin ich denn jetzt fertig? Und dann meinte schon die Schwester, ja, jetzt sind wir fertig, jetzt ist es geschafft, weil ich dachte dann so, oh. Und einmal hatte ich so kurz den Moment, dass ich so merkte, oh, jetzt wird es mir aber ganz komisch. Und das habe ich sofort dieser Anästhesistin gesagt und dann hat sie mir gleich irgendein Mittel gegeben und dann war das wieder weg. Das müsst ihr dann auch machen. Ihr müsst einfach, die Anästhesistin, die sitzt wirklich die ganze Zeit hinter euch, wenn ihr einen Kaiserschnitt macht. Und die beobachtet wirklich diese Monitore und die guckt wirklich genau. Und wenn ihr irgendwas merkt, euch wird es übel oder komisch, dann geben die sofort ein Mittel. Und sie hat mir dann auch gleich noch was gegeben, so vorbeugend gegen Übelkeit. Aber wie gesagt, ich hatte da gar nichts, bei meinem Sohn damals auch nicht. Ja, dann wurde ich wieder zugemacht. Ich hatte die ganze Zeit dieses kleine Mäuschen bei mir auf dem Bauch liegen. Sie haben sie dann einmal kurz, ist mein Mann dann mitgegangen, nachdem ich dann zu war und in das Aufwachts- oder Überwachungszimmer, wo man dann immer noch so 2 Stunden sein muss, hingebracht wurde, ist dann mein Mann noch mal kurz mit ihr zum Kinderarzt. Dann wurde so kurz geguckt, ob alles okay ist. Und dann kam er wieder zu mir zurück mit der Kleinen. Also sie war immer bei mir. Sie war dann auch immer noch in diesem Handtuch. Sie war auch noch nicht angezogen, gar nichts. Sie war immer noch wirklich so, wie sie da rausgeholt haben, in so einem Tuch. Und dann habe ich sie bekommen und dann haben wir sie auch direkt instinktiv, hat mein Mann das dann gleich gemacht, mir an die Brust gelegt. Das war aber auch keine Frage irgendwie. Und sie hat auch gleich direkt angefangen zu suchen und zu saugen. Und also es war alles sehr, also ich, wie gesagt, das klingt jetzt nicht hier wie eine Verkaufsveranstaltung für einen Kaiserschnitt, aber für mich war das, also super. Mir ging es wirklich gut. Und dann war ich natürlich auch zugedröhnt mit Schmerzmitteln. Und dann wurde ich nach oben gebracht, in die andere Etage. Ich glaube, ich mache jetzt kurz einen Schnitt. So, jetzt nicht wundern. Ich habe jetzt einfach mein Baby an der Brust. Geht jetzt nicht anders. Weil ich möchte gerne das Video zu Ende drehen und ich jetzt nicht wieder hier rumlaufen. Und sie trinkt jetzt einfach. Ist alles gut. Genau, also wo war ich stehen geblieben? Ich bin dann auf die andere Station gekommen und hatte unfassbares Glück, weil wir haben kein Einzelzimmer oder Familienzimmer bestellt. Ich habe das total vergessen.
Und da meinte die Schwester, die uns da hochgefahren hat, sie haben aber echt Schwein, sie bekommen hier gerade ein Einzelzimmer. Weil wenn man da Pech hat und man ist dann in so einem Doppelzimmer und ich weiß nicht, also das war schon, man will ja Ruhe für sich, fürs Baby, man will in Ruhe stillen und ach, ich war so, so froh, echt. Ich habe gedacht, das ist jetzt echt hier, danke, es hat irgendwie gut geklappt. Ja, naja, und dann war ich auf meinem Zimmer, mein Mann die ganze Zeit dabei. Ich habe die Kleine gestillt und dann kam irgendwann Nachmittag, ist mein Mann dann losgefahren, hat den Kleinen abgeholt. Meine Freundin kam zu uns nach Hause, die hat auf ihn aufgepasst und genau, und dann hat mein Mann ihn abgeholt und sein großer Halbbruder, der auch in Berlin lebt, der Holländer, der kam auch, also die beiden quasi, die beiden Jungs haben ihre kleine Schwester besucht und das war ganz schön. Und mir ging es auch wirklich noch gut. Also ich war natürlich fertig von der OP und die Aufregung und nichts gegessen. Ich durfte ja dann auch immer noch nicht essen, obwohl es mir, wie gesagt, sehr gut ging. Aber durch die Schmerzmittel ist man ja da irgendwie gut ruhig gestellt. So, ne? Genau. Und dann sind die aber Abend alle gegangen. Mein Mann ist auch nach Hause, weil der ja natürlich bei den Kleinen war. Ich wollte jetzt nicht, dass wir da alle im Krankenhaus sind oder so. Ich wollte einfach erstmal noch alles so lassen, wie es ist. Der Kleine schläft zu Hause mit dem Papa und holt mich dann irgendwann ab mit der Kleinen. Und aber dann Abend habe ich natürlich schon Schmerzen bekommen und ich habe dann natürlich mir immer schön Schmerzmittel geben lassen, aber das sind echt Schmerzen. Also das ist, was nicht so schön ist, dann nach dem Kaiserschnitt. Ich glaube, das, was die Frauen bei einer normalen Geburt während der Geburt haben, das haben die Kaiserschnittfrauen dann den Tag danach. Das sind schon echt höllische Schmerzen. Und ich wollte natürlich so schnell wie möglich aufstehen. So, und am nächsten Morgen habe ich das dann auch versucht mit einer Schwester, mit dem Ergebnis, dass ich irgendwie total zusammengeklappt bin. Und die kamen dann irgendwie angerannt, haben dann das Bett dann ins Bad reingeschoben. Mein Mann, der saß mit dem Baby so gegenüber und der meinte nur so, oh Gott, so hat er mich noch nie gesehen. Also ich war dann wirklich grün und gelb im Gesicht. Also er hat gesehen, jetzt geht hier irgendwas schief. Aber es ist normal, das haben viele Frauen, du klappst einfach zusammen. Also du musst ganz langsam machen und ich bin wirklich zu schnell aufgestanden. Und ja, dann irgendwie hat das nicht geklappt und dann lag ich da wieder im Bett und dann war wieder alles gut, ne? Und mein Kreislauf wieder okay. Ich wollte unbedingt aufstehen und dann bin ich, dann habe ich das Ganze nochmal 2 Stunden später versucht mit einer anderen Schwester. Die war jünger und die war mir irgendwie, ich fand die irgendwie lustiger, mit der konnte ich immer quatschen und so und ich habe gesagt, komm, wir versuchen das jetzt nochmal, du musst mir helfen. Und sie so, okay, sie holt sich aber noch jemanden, weil allein kann sie das nicht. Ja, und dann hat es geklappt. Dann bin ich aufgestanden, bin zur Toilette gegangen und dann wurde mir dieser Horrorblasenkatheter gezogen. Also das waren die schlimmen Sachen am Kaiserschnitt. Nicht die PDA, nicht die Geburt, sondern das Drumherum. Ne? Also dann so dieser Katheter, aber der war dann auch weg. Und dann ging es echt so für mich bergauf. Und dann war ich, wie gesagt, 2 Nächte in der Klinik. Also die Geburt war, dann eine Nacht war ich da, dann konnte ich aufstehen, dann war ich noch eine Nacht da und dann habe ich für mich beschlossen, so, ich kann hier rumlaufen, ich kann mein Kind wickeln, also ich möchte jetzt nach Hause, was soll ich jetzt hier in dieser Klinik? Ich will zu meinem Sohn und ich möchte endlich ankommen und auch in dieser Klinik, da kommt man ja nicht zur Ruhe mit so einem Kind, ne? Also das ist ja einfach ein Krankenhaus und immer wenn die Tür aufging und die Kleine diese Desinfektionsmittel gerochen hat, diese kalten Hände, die dann diese Schwestern haben, dann schrie die auch immer gleich los. Also ich merkte, das ist überhaupt nicht gut. Und dann kam halt die Oberärztin, immer Visite und ich habe gesagt, so, ich möchte gern entlassen werden. Und hat sie gesagt, naja, eigentlich nicht so gerne. Ich muss jetzt was unterschreiben, dass ich mich quasi selber entlasse, einen Tag vorher. Aber sie meinte gleichzeitig zu ihren Kollegen, naja, in Brasilien gehen die Frauen direkt am gleichen Tag nach Hause. Also sie sieht da jetzt kein Problem und also aus ihrer Sicht, mir ging es ja gut, die haben meine Narbe angeguckt und ich war ja alles gut, ich war ja stabil. Also durfte ich heim, musste ich alles unterschreiben. Ich habe noch so was mitbekommen, das sind solche Packungen, da haben sie mir noch 3 mitgegeben, dass man auf Toilette gehen kann, dass man sich dann selber quasi so einen kleinen Einlauf dann setzt, weil das eben noch bei mir noch nicht so geklappt hat. Und noch Schmerztabletten haben sie mir noch mitgegeben für die eine Nacht. Ja, und dann hatte ich noch Besuch an dem Tag, das war dann ganz lustig. Ich hatte noch Überraschungsbesuch bekommen in der Klinik und hatte dann alles gepackt. Und was ein bisschen fies war, war die Autofahrt nach Hause. Also ich wusste nicht, dass wir so schlechte Straßen hier in der Stadt haben. Also es war wirklich da hat meine Narbe wirklich sehr weh getan.
Und dann auch der Weg nach Hause, die Treppen nach oben, das war echt, da merkte ich schon so, dass ich vor 2 Tagen noch eine Bauch-OP hatte. Das war nicht so schön, aber dann zu Hause angekommen, habe ich mich einfach ausgeruht und ich war natürlich auch schon überfordert, ne? Also ich kam hier in die Wohnung rein und dann ist das schon, das ist ja dann auch so der 2., 3. Tag, wo man hormonell so total sich umstellt. Und also das merkte ich dann schon, dass es so eine Veränderung war. Und das war schon, also es gab so, das war jetzt nicht problematisch, aber da war ich einfach fertig. Und der Kleine, der war dann auch so ein bisschen, der wollte dann immer zu mir und hat dann natürlich gemerkt, dass ich die ganze Zeit das Baby auf dem Arm habe und habe dann natürlich schon immer versucht, mit ihm zusammen, ne, ihn immer einzubinden, zusammen zu wickeln und so. Und das hat dann auch gut geklappt. Aber so die ersten, sagen wir mal so 2, 3 Tage haben wir gebraucht, um so unseren Rhythmus und Struktur hier zu finden. Also das war nicht sofort alles so rosarot, ne? Also das ist schon echt halt eine totale Veränderung, auch wenn man schon ein Kind hat. Beim ersten Kind ist es natürlich noch ein krasserer Einschnitt, aber das war schon heftig so und aber auch total schön. Und wie gesagt, ich bin, ihr kennt ja meine Geschichte hier auf YouTube, wie sehr ich mir dieses Kind gewünscht habe und ich bin einfach nur unfassbar dankbar, dass ich sie habe und dass es so geklappt hat. Und ich war einfach nur dankbar, dass ich einfach ein gesundes Baby mit nach Hause nehme und mir geht's gut. Ich war wirklich erstaunt, wie gut ich diesen Kaiserschnitt verkraftet habe, weil der Kaiserschnitt von meinem Sohn, der war nicht so, da habe ich wirklich 4 Tage gebraucht. Und jetzt konnte ich nach 2 Tagen nach Hause. Also ich dachte so, oh Gott, wie geht das? Aber ich habe auch gelesen, durch diese Methode, wo die halt so reißen, klingt fies, aber ist das wohl so, dass das Gewebe viel besser heilt und man dann halt einfach schneller wieder fit ist. Ne? Und es gibt Frauen, die direkt am gleichen Tag aufstehen. Genau. Zu meinem Wochenbett erzähle ich euch separat was. Das mache ich jetzt nicht in dieses Video, weil ich glaube, ich habe schon ganz schön lange. Ja. Also abschließend kann ich einfach nur sagen, wenn ihr auch einen Kaiserschnitt habt, bevorsteht bei euch, dann habt keine Angst. Freut euch einfach auf euer Baby, ne, aus welchen Gründen auch immer. Also ich würde nie einen geplanten Kaiserschnitt machen, wenn ich gesund bin und alle Ärzte sagen, warum. Aber wie gesagt, wenn man die Diagnose hat und die Ärzte dir wirklich sagen, nein, also aus meiner Erfahrung und ich meine, dieser Feindiagnostiker, der war schon über 50, 60 und wenn der mir sagt, also ich würde an ihrer Stelle nicht normal entbinden, dann wäre ich einen Teufel tun, was zu beweisen. Also das war für mich dann klar. Ja, der andere Arzt meinte dann, es ginge, aber dann auch wieder die Oberärztin am Ende wirklich Druck gemacht und dann denke ich mir so, nein, ich mache hier kein Risiko. Ich habe nichts davon, wenn sowas reißt, weil das hätte für mich und für mein Baby extrem beschissen ausgehen können, wenn man dann verblutet. Ne? Also es ist für beide gefährlich, nicht nur für mein Baby, sondern auch für mich. Und von daher war das für mich kein Thema. Genau, also war es wieder ein Kaiserschnitt. Ich habe also keine normale Geburt gehabt. Aber genau, das wollte ich nochmal sagen. Wenn ihr einen Kaiserschnitt vor euch habt, dann trotzdem bleibt positiv, habt keine Angst. Das ist ein Eingriff, den machen die heute so routiniert, so oft. Und das ist natürlich eine fette Bauch-OP, aber Routine. Also wird so oft gemacht und keine Angst. Lasst euch drauf ein. Ihr habt eh keine andere Wahl, würde ich jetzt mal sagen, wenn es so medizinisch sein muss. Und ja, freut euch auf das Baby. Bleibt positiv. Und genau, man hat trotzdem dieses Geburtserlebnis und auch das Stillen hat ja bei mir sofort geklappt. Also ich hatte dann auch direkt am 2. Tag, ich kam nach Hause und hatte dann direkt in der Nacht einen mega Milcheinschuss. Und ja, also alles ganz normal. Ich glaube, wenn man positiv denkt, das ist ja eh so meine Grundeinstellung, ja, es ist nicht immer alles gut und ich habe auch viel Pech im Leben und also uns passiert auch Sachen, uns passieren Sachen, die nicht so schön sind und trotzdem finde ich, wenn man so eine positive Einstellung hat, dann geht alles irgendwie leichter und auch so eine riesige OP und meine Devise ist immer, seid dankbar für alles, was man hat und genau. In diesem Sinne beende ich jetzt mein Video. Wenn ihr noch Fragen habt, dann schreibt mir das unten in die Kommentare oder gebt mir ein Däumchen nach oben. Bei Instagram bin ich auch
recht aktiv gerade mit der Kleinen, wenn ich unterwegs bin. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit. Tschüss.